Jo, das ist ja wieder bei Tales of Symphonia. Und es geht weiter hier in... ja, hier bei... Wie heißt der? Mythos, Yggdrasil, ja. Ich wollte den Namen einfach nicht einfallen. Na, das ist ja ein bisschen überraschend. Was ihr das Ding hier macht, mache ich den anderen Ding. Ray! Oh, guck mal, mit dem Ray. Ja, kann gut Schaden machen. Bam! 2100 in einer Kombo. Here we go! Here we go! Gut, noch eins hinterher. Bam! Ich mache einen Akku. Oh, 12 Kombos. 13.000 Schaden, oder? Haben wir noch einiges geschafft. Bam! Kaputt! Interessantes Schwert habe ich da. So, da erscheint die andere schwarze Truhe, die ich suche. Und wir haben den Stein der Vergangenheit bekommen. Ja, und jetzt kann man sich denken, der andere Stein wird wahrscheinlich Stein der Zukunft heißen. Und wir brauchen beide Steine, um hier ein kleines Rätsel zu lösen in dem Teil hier. Langsam wieder durchkommen oder so. Nein! Ich konnte aus dem Krieg nicht mehr rausgehen. I'm tired of this. Sie geben mir gar nicht mehr mehr weniger. Ich hab alle wieder an den Hafen. Ja komm, weiter noch an. Los. Du sagst mir sogar, watch out for the magic! Und was machst du? Gar nichts. Und kaputt. Nein, Oberlimit. Oh, in der Luft erwischt. Auch weg. Na, da bin ich zu weit geflogen. Do not think ill of us. Wie was kann ich noch kochen? Curry. 6 Mal. Böse. Ich sollte noch ein bisschen sparen damit. Ah, noch eine Probe. Elixier, was nimmt da noch was? Nö, diesmal nicht. Die Musik ist aber hier sehr gut, so schön. Jetzt machen wir die beiden Gegner runter. Jetzt kommt schon, kann man die entgegenfliegen. Wow. Ein voller Raum mit nichts. Außer Stühlen. Ja, hier kann man ein Bankett machen oder was auch immer. Kann man was essen. Ja, aber nichts zu essen. Hast du schon alles alleine gegessen? Na gut, dann bin ich jetzt fast unten. Komm ich hier raus? Ah, was schon in der Vergangenheit ist. Genau. Der aktiviert dann das da. Den Telefon ab. Und ich anscheinend ein paar Blöcke. So, das lese ich gleich noch durch, wenn ich, wenn es wichtig wird. Noch nicht. Also gleich, wenn ich ein kleines Rätsel mache. Weil jetzt will ich es an den anderen Stein noch versuchen zu kriegen. One fight after another. An den beiden Monster reinlaufen. Nein, 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 nein. Magie gibt's hier nicht. So, ganz viel Schaden. Die Namen werden immer kürzer. Entire Bay, Cool Punishment, Hellfire Ray und Arc Wind. Wie viel Schaden war das jetzt? Haben wir lang genug gemacht. Ich bin 13.000. Ich bin echt viel zu viel HP. So, komm, ich bin gelassen. Mach mal fertig. Was soll ich denn machen? Fertig, lauf nicht weg.
Also können die Gegner, meine Kumpel sind eher so wie ich sein. Einfach und besser auf den Gegner draufhauen. Das heißt auch, was ich Schaden bekomme. Aber die rennen immer lieber weg und gehen auch immer sicher. Level up. Level bin ich mittlerweile eigentlich. 67. Ja, nun auch so knapp runter nur. Azurschild, der ist für Velos. Oder nicht. Ist er schwächer. Hier wollte ich rein. Ich muss mal gucken, wo ich hinkomme. Nee, warte, hier. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Stimmt ja. Ich muss ja von oben da rein. Hallo, rein da. So, hier, wo ich eben rausgegangen bin. Und wieder direkt reingegangen bin. Genau, hier. Rein, dann sind wir hier oben. Deswegen brauche ich noch. Da ist noch kein Item hinter versteckt. Wo ist denn mein Dämonensiegel? Wo ist denn klar? So, und hier hoch. Hier. Dämonensiegel, da haben wir es doch. Ah, Moment, hinter der Couch. Nichts. Seite. Und hier aus kommt man zu dem anderen Stein. Ja, das ist riesig hier. Das sieht man von unten gar nicht so direkt. Da haben wir es doch. Stein der Zukunft erhalten. Gefunden. Whatever. Ich habe auch letztens, ich glaube heute, eine Frage bekommen, einen Kommentar, wie ich denn über, wie ich 30 Items tragen kann. Ja, das ist komplett den Gradshop, das habe ich ja ganz am Anfang gezeigt, in der allerersten Folge, dass man mit dem Gradshop sehr viele praktische Dinge kaufen kann. Hier kann man natürlich erst einen zweiten durchspielen. Ich kann den nicht kaufen, hier. Ich bin ja aber eher durch, nur ich nehme natürlich den langen Weg. Ja, mit dem Gradshop kann man halt sehr nützlich viele praktische Dinge kaufen. Die einen halt das Spiel beim zweiten Mal erleichtern. Irren? Nein. Ich wollte dann zwar nach unten, nur nach oben gegangen beim letzten Mal. Und ja, und für die, die 100% im Spiel noch haben wollen, muss das sein, weil man kann nicht, man muss über den Guardshop das Item durchnehmen, ne? Weil man nicht in einem Durchspiel alle Items bekommen kann. Und, ja, das muss man auch. Das kann man, glaube ich, auch mit dem einen Spiel alles füllen. Die kann man auch mit dem einen Spiel alles füllen. Also, man muss ja mindestens dreimal das Spiel durchspielen. Man kann ja jetzt kurz davor, glaube ich, alles zu haben. Ich will dann noch einen Titel. Und eventuell noch ein paar Skits. Aber da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Also, ich will die genau mir fehlen. Das werde ich eventuell auch mal bald machen. Ich glaube, ich habe ich sogar auch alles. Ja, jetzt soll er sich kalt halten. So. Gucken ja gerade noch eine Truhe. Ja, eine unnütze Truhe. Noch irgendwas hier unten? Ne. Na gut, dann können wir jetzt auch wieder zurückgehen. Und uns dann das Rätsel machen. Alle hier, die es gibt. Ja. Weil ich jetzt auch gerade direkt ausgegangen. Jetzt wird auch wieder steinlos. Statt der gute Zukunft ist. Adam. Als jetzt aktiviert, wenn ich noch einen Speicher zucke. Speicherkreis. Oder. Auch aktiviert. So, jetzt können wir mal lesen, was da steht. Jetzt sind noch ein paar Blöcke erschienen. Also, Worte. Das heißt. Wird die Zukunft uns eine friedliche Welt bescheren, von zärtlichen Winden gestreichelt? Wird sie ein wirbelnder Strom sein, der alles in seinem Wege mitreißt? Wird es einen Lichtstrahl geben in unserer Zukunft? Ja. So,
man sieht da sind einige Elemente mit in dem in diesem Text. Und hier sieht man ja, die Blöcke, die haben alle eine verschiedene Farbe und alle entsprechen halt einem Element. Soll ich nochmal kurz lesen? Wird die Vergangenheit zeigen, was die Vergangenheit zeigt, ist der Zorn, der aus dem Tiefen der Dunkelheit sickert. Dieses vereiste Herz kann nur durch den brennenden Ast schmelzen, der den Flammen der Hölle gleicht. Lasst die Blitze des himmlischen Gerichts auf sie niederfahren. Gut, also ihr müsst jetzt in der Reihenfolge, in der das da steht, Blöcke hier nehmen. Das ist jetzt, das erste war der Hass, der Finsternis irgendwie oder sowas. So. Den nehmen wir mit und werden wegteleportiert. So, und die müssen wir jetzt hier in der richtigen Reihenfolge nach und runterschmeißen. Denn wenn es die richtige Reihenfolge ist, bleiben sie auch da stehen. So, das nächste war Eis. Eis könnte jetzt entweder das oder das sein. Da das hier aber eher Wasser ist, würde ich das hier mitnehmen. Ich kann mich gerade, warum bleibt hier nicht mit Leuten? Doof, aber hier, der Stein bewegt sich von ganz alleine. Reiß nochmal die hier. Genau, das passiert, wenn man nicht nochmal einen falschen Block nimmt. Das war doch der dunkelblaue. Wenn man den falschen Block nimmt, dann verschwindet der einfach. Gut, ich hätte eigentlich eher hellblau für Eis gehalten, aber wenn das Spiel mein dunkelblaues Eis, dann soll es so sein. Ich verwechsel das immer beim ersten Mal, wenn ich das nach einer Langzeit der Spiele. Der bleibt da hängen. Jetzt ist es zwar Feuer. Das ist ja ganz klar rot. Haben wir den noch? Und man sieht schon, das sind eigentlich nur Platz für drei Blöcke. Ja, den letzten Block. Also wir bauen ja hier die Brücke auf, damit wir dann den letzten Block darüber schieben können. Der letzte Block muss dann hier rein, auf der anderen Seite genau dasselbe und dann kommen wir an diese Truhe da. Und wenn wir diese Truhe haben, dann, also das, was in der Truhe drin ist, können wir hier raus abkürzen. So, und das letzte ist das Böse. Man braucht beide Sachen, um das Rätsel überhaupt zu lösen, weil man gedenken würde jetzt, ja, Blitz, ich würde sagen, gelb ist Blitz. Nein, lila ist Blitz. Und der lila erscheint erst, wenn man den rechten aktiviert. Einen Block zieht. Wir nehmen das noch und dann war es wieder von der Folge. Das ist eigentlich kein Schluss. Jetzt mit ein bisschen ausprobieren. Also wenn man jetzt nicht genau weiß, welche Farbe was ist, einfach mal ein bisschen durchprobieren. Man kann in etwa ahnen. Also das Schwarz, Dunkelheit ist, gehe ich mal von aus, dass es jeder auch von ausgeht. Das mit dem Blau, Eis, Wasser ist ja halt ein bisschen, keine Ahnung, wie. Und Rot, Feuer auch ganz klar. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Und ich würde sagen, dann mache ich hier mal meinen Speicher. Dann mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die zweite Hälfte lösen. Bis dann. Ciao.